In einer Welt voller Konsum und einer Bevölkerung, die stetig wächst, fällt auch immer mehr Müll an. Leider halten sich nicht alle Menschen an die üblichen Wege, den Müll zu entsorgen, sondern entfremden den Wald als Mülldeponie. Harald Fehring ist Mitarbeiter des Stadtforstamtes Rostock und damit verantwortlich für die Rostocker Heide und ihre Tiere. Seit nun fast 5 Jahren arbeite ich hier im Stadtforstamt Rostock. Hauptsächlich betreue ich hier den Bundesfreiwilligendienst und leite diesen praktisch an. Schwerpunktmäßig kümmern wir uns um die Müllbeseitigung, bauen Zäune, reparieren diese, bereiten Jagden vor, bauen Hochsitze. Ja, weniger Freude bereitet mir das Müllsammeln, was man ja leider auch machen muss, dass man den Dreck von anderen Menschen hinterherräumt. Das sind auch ordentlich Stunden, die sich dadurch häufen und ins Land gehen und halt in andere sinnvolle Aufgaben nicht investiert werden kann. Wir haben 6 große Parkplätze, die halt 2-mal wöchentlich abgesammelt werden, plus eine Tour durch den Küstenwald, wo die stark touristisch frequentierten Punkte abgesammelt werden. Das häufigste, was wir finden, sind Überbleibsel von Essensresten, also wie Einweggrills. Ja, man kann ja nur an das Bewusstsein der Leute appellieren, aber halt auch nur, wenn man sie auf frische Tat ertappt, was wir halt nicht tun, weil wir das denn A auch ziemlich früh machen und B, ja, wie gesagt, schmeißt es halt jeder nur weg, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Ne? Leute wie Herr Fehring sind Gold wert für den Wald. Wenn es ihn nicht gäbe, wäre der Wald kein ruhiger Ort für die Tiere. Aber wer steckt hinter dem Müll? Wer entfremdet den Wald immer wieder als Mülldeponie? Ich finde, der Wald ist keine Müllhalde und es gibt genügend Möglichkeiten, seinen Müll auch adäquat zu entsorgen. Das ist unerhört. Ich halte gar nichts davon. Wir haben schon immer aufgepasst, ja, und auch Leute darauf aufmerksam gemacht. Das geht gar nicht sowas. Na, nichts. Dass man das tut. Jeder sollte seinen Schrabel mit nach Hause nehmen, denn er verursacht irgendwo und wie und wann. Na, ist natürlich nicht gut. Also ich sag mal, die Biologie dahinter, die Fauna und Flora leidet darunter. Und man sollte schon eher auf die Mülltrennung achten. Wenn alle den Müll ordnungsgerecht entsorgen würden, hätten Herr Fehring und seine Mitarbeiter nicht so viel Arbeit. Wir gemeinsam müssen die Natur und unseren Wald sauber halten. Wir tun uns und auch der Natur nichts Gutes, wenn wir unseren Müll liegen lassen.